Moin Leute! Krass! Wir sind schon bei Part 16. Wer hätte daran jemals geglaubt? Von Rollercoaster Tycoon 2. Natürlich immer noch mit dem kompletten Freedom Squad. Ein großes, fettes Dankeschön geht natürlich wie immer raus an jeden einzelnen von euch, der hier am Stissel ist. Lasst eine Bewertung da, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei einer teilweise ziemlich kotzigen Folge. Einem geht's ganz schlecht. Jesse. Oh nein! Ist egal. Oh Gott! Die explodet gleich! Guck dir das an! In meinem Irrgarten? Jessie, geh doch auf Toilette. Sie steht immer einfach nur auf. Die kotzt uns da gleich hin. Ja, soll sie machen. Soll sie einmal wagen. Ja, aber... wird sie ertränkt. Warte mal, ich pack mal kurz einen Pfleger zu Zombie, weil da ist es echt extrem dreckig, muss ich sagen. Also ich weiß boah, nicht, ja auch. Am Ausgang vom PD sitzt geile Röhre. Da ist nur Kotze. Da ist ein Pfleger gerade. Ja, da sollten wir mal Mülleimer hinmachen oder keine Ahnung. Ja, du gießt sogar meine Blumen. Oh. Hat's nie einen Mülleimer? Geht Maudado. Das? Maudado. Das hast du ja schick gemacht. Das hab ich gemacht. Ja, Wasserspaß mit Maudado 2.0. Das war schon davor so schick. Nee. Eben als ich geguckt hatte. Bis der Achterbahn kam, dann hat's einen Wert verloren. Ja, gut. Es könnte sein, dass da ein bisschen was an der Seite. Also da gab's ein paar Probleme. Aber guckt euch mal die Schlange an. Die ist schon auch wieder fast komplett voll. Also da muss man sagen, Alter, sowohl Mrs. Kotze als auch Manuels dicke Schraube sind ein voller Erfolg. Jetzt müssen wir mal Manuels Kackinvestition fährt keiner mit, weil da drüben das einfach schon richtig mit Manuel steht. Ja, und bei Manus dicke Schraube steht bei mir keiner. Ja, aber beide sind irgendwie, hier dreht sich's, ist auch irgendwie... Was? Hier dreht sich's, hat schon 1200 Besucher gesammelt. Warte. Hä? Ja, das ist meins. Alter, wie krass ist das denn? Ja. Ich wollte schon grad meckern, Alter, aber da gibt's nichts zu meckern. Ja, steht ja schon seit Anfang an. Ja, ja. Boah! Hilfe, wir gehen pleite. 3000. Was ist los, Maudado? Bei Manuels dicke Schraube steht bei mir niemand an. Ist es bei euch auch so? Hä? Oder ist es nur wieder nicht gesynkt? Doch. Wo ist denn Manuels dicke Schraube? Da stehen ganz viele an. Vielleicht steht da kein einziger. Oh, wir haben wieder 4 Millionen. Ich kann gleich bauen. Ja, geil. Bei mir haben wir 2 Millionen. Was? Bei mir haben wir 3. Speichern und lass Speicherbetreiber laden. Ja, aber dann verlieren wir 2! Nee, ja, du verlierst. Lass Paluten einfach bauen mit dem Geld. Vertraut mir. Ja, aber es kann sein, dass wenn man da jetzt etwas baut, dass es dann verschwindet, wenn wir wieder. Nee, andersrum. Wenn du jetzt was baust, dass es dann verschwindet, wenn wir wieder laden. Ach Quatsch, no risk, no fun. Bei mir verdienen wir halt gerade kein Geld und ich speichere doch immer. Okidoki, Leute, kurz nochmal zur Erklärung. Ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt gerade gecuttet habe. Oh ja, jetzt können sie da alle rein. Bei Maudado war eben der Fehler, dass der Weg... Oh, wie sieht das denn aus? Alter, das Ding ist einfach mega beliebt. Also da... Wir waren bei meinem Spielstand waren wir schon bei 1800 Besuchern. Nur kurz zur Erklärung, Leute. Das ist halt eine Fan-Mod. Die wurde mal konstruiert. Das nennt sich OpenRCT 2. Und da kommt es halt, weil es halt ein Fan-Projekt ist, kommt zu Desyncs. Das bedeutet, dass die Parks so ein bisschen auseinanderdriften und nicht alle Safe Games praktisch gleich sind. Aber es ist trotzdem so, dass jeder von uns gerade hier gleichzeitig im Park ist und ein bisschen baut. Ist also ein bisschen verbuggt einfach. Ja, genau. Aber ich finde es trotzdem mega krass, was die auf die Beine gestellt haben, weil sowas habe ich mir früher als Kind halt immer gewünscht. So ein Freizeitpark irgendwie im Multiplayer aufbauen. Und ich kenne eigentlich auch ansonsten kaum Spiele, die das so haben. Och Mann, das Kotze! Weil bei Planet Coaster ging das ja nicht, ne? Nee. Und ich glaube auch ansonsten ja, SimCity Anno 2070 konnte man, glaube ich, zusammenspielen. Das war richtig cool. Okay. Aber sonst kenne ich auch keins. Nee. Oh, guck mal da, die Schlange. Oh, das ist einfach ein Traum. Und wir haben 4 Millionen. Das riecht nach neuer Achterbahn. Okay. Was bauen wir hier Geiles? Vielleicht mal, nee, was für die Kinder? Ich glaube, die... Pah. Nee, ich glaube, sowas haben wir genug. Die ganzen Wasserbahnen sind ja eher lasch. Hatte ich? Warte mal, eine kompakte... Was ist mit Wasserspaß mit Maudado 2? Ja, ist auch scheiße. Hey! Stopp. Super. 96 Besucher pro Stunde, Manu. Was sagst du da? Das ist ein Hit. Das ist klasse. Also Paluten? Ja? Ich muss sagen, alle deine Attraktionen haben Popularität 100%. Ja! Danke! Einfach nur deine. Oh. Ja, okay, dazu muss man aber auch sagen, dass ich natürlich oftmals halt einfach die Achterbahn gebaut habe. Also das sind natürlich immer die am beliebtesten sind. Du kannst nicht davon ausgehen, dass auf einmal 20.000 Leute zu Wasserspaß mit Maudado stürmen. Aber also, zum Beispiel mein kleines Mini-Ding, Stunts mit Manual, hat auch 96%. Oh,
Ja, das ist auch nice. Ja, das ist auch Future-Zeug. Und es ist mit Manual. Wenn ich das sehen würde, würde ich auch als Kind denken, hey, nee, das ist mit Manual. Da muss ich rein. Bisschen turn das nach unten. Oh, das sieht eigentlich geil aus, so direkt über den Fahrgeschäften. Halbe. Ach, du bist da, Alter. Ja, yeah, ich bin halt direkt into the people. Soll ich die Eingänge, Alter, und Ausgänge machen? Ja, genau, kannst ja schon mal machen. Das ist perfekt, perfekte Arbeitsteilung. Ich muss jetzt hier nur mal gucken. Oh. Ach, verdammt, wir sind schon... Ach! Wie haben wir das denn? Wie teuer war das? Die war ein bisschen teurer. Nee, eigentlich war die gar nicht so teuer. Nee. Die kosten halt auch immer viel. Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass die jetzt nicht so der heiße Scheiß ist. Doch, die wird abgehen. Okay, ich vertraue dir. Aber jetzt brauchen wir Kohle. Uns fehlen nur noch 200 Besucher, dann wären wir bei den 2000. Und dann fehlen uns nur noch 1000, oder? Nee, 1500. 3000. Wir brauchen 3500. Oh. Ja. Voll Optimist. Weil vor allen Dingen jetzt geht uns auch die Kohle aus. Ich weiß auch nicht warum. Boah, wir hatten August unseren... Nee, und der Mai war der beste. Mai haben wir 6,3 Millionen eingenommen. Wie haben wir das denn gemacht? Komm schon, gib uns den Pfeil nach oben. Bitte. Gib uns den krassen Pfeil. Notfalls muss ich dann halt einfach diese Achterbahn hier verkaufen. Damit wir wieder irgendwas... Ja, bringt ja nichts. Das ist, da müssen einfach schnell Entscheidungen getroffen werden, wenn wir da so sehr im Minusbereich sind. Ich kann keinen Weg mehr bauen. Ja, das ist jetzt ist Manuel, jetzt einen Weg zu bauen ist gerade sowieso sinnlos. Den Mini-Hubschrauber baut man da gerade, oder? Von Geld her geht's, aber es geht einfach nicht. Ja, aber der kostet nichts. Ja. Fuck ja nur. Mini-Hubschrauber? Du meinst das rote, die Bahn bei mir? Ja, Mini-Hubschrauber heißt die. Genau. Wollte ich über den Parkbereich drüber machen. Über den Parkbereich? Ja, bei Maya. Ach so, okay. Da wollte ich so einen Mini-Hubschrauber. Okay, 7,50. Wir sind gerade im Plus, aber gleich wird wieder... Nee, es müssen Entscheidungen getroffen werden, die Achterbahn kommt. Es geht doch. Guck doch. Ja, und jetzt sind wir wieder im Minus, ja, mit 600. Wir haben immer noch keinen Pfeil nach oben. Ich hätte einfach gesagt, dass wir, wenn wir gerade kein Plus machen, mehr Geld verlangen. Preis, ja. Und aber dann halt eine Achterbahn fertig bauen, dann können wir ja... Ja, hau den mal kurz auf 40. Wie gesagt, wenn 40 geht und wir nicht Besucher verlieren. Also ich bin zwei, also wir hatten vor zwei oder drei Achterbahnen schon 35. Mit 40 verdienen wir einfach fast doppelt so viel Geld. Ja, aber was ich nicht verstehe, unser Park lief doch. Als ich meine geile Schraube... Guck mal, da geht auch kaum noch jemand drauf. Was ist denn das? Wieso, was ist denn mit Manuels geiler Schraube auf einmal los? Ein Flop? Nee, kein Flop. Ich meine, da waren schon 484 Leute drauf. Also in der kurzen Zeit ist es krass. Was denken die denn? Manuels dicke Schraube war großartig. Ich gehe nicht auf Manuels dicke Schraube. Solange es regnet. Ach so, dann hat es kurz... Es regnet gar nicht. Vielleicht gerade geregnet. Ja, genau. Und deshalb sind dann alle weggegangen, beziehungsweise hatten da keinen Bock mehr drauf. Nee, ich werde die abreißen. Das nervt mich. Ich habe dann das auch. Das ist einfach eine super spitzen Achterbahn. Nein, die kommt weg, weil so kann man einfach nichts machen. So bleibt man dann wieder, dann stagniert man und man kann nicht großartig was machen. Wir brauchen eine Alternative. Auch was vielleicht noch mal ein bisschen Würze in den Park bringt. Hier eine Geisterbahn. Ui, die war eigentlich kannst perfekt für Zombie. Kannst du die da im Wasser bauen? Geht das? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, die ist auch wahrscheinlich dann. Wir brauchen die mit Nervenkitzel, glaube ich. Ja, aber die sind doch alle teuer, oder? Ja, eigentlich schon. Haben wir schon so ein Jetski? Ja, habe ich hinten gebaut. Wie läuft denn mein 3D-Kino eigentlich da hinten? Hast du noch eins gebaut? Nein. Ach, deine Mutter meinst du? Manuels Mutter live. Ja, Manuels Mutter live, die Leute strömen, die fordern. Wie wär's denn, wenn ich einfach noch eine mache, weil die ist ja nicht teuer, die ist super günstig. Stimmt, ja. Aber mit einer relativ kleinen Schlange, würde ich sagen. Ja. Die dann echt nur so ganz kurz ist. Warte mal, was sagen denn die Leute alle so? Manuels dicke Schraube war großartig. Ich will etwas Spannenderes als Rollo das Riesenrad. Das war unsere erste Attraktion. Ach, Rollo. Auf dir waren gerade mal 850 Leute, Rollo. Rest in peace. Hier einfach eine Holzachterbahn. Diese Holzachterbahn ist schnell, rau, laut und gibt einem das Gefühl, außer Kontrolle zu sein. Hey. Ja. Dann werde ich die mal nicht auf dem Wasser machen, sondern hier ist doch noch. Zombie? Ja? Darf ich die Achterbahn bei dir in der Nähe bauen? Also ja? Ich, ja, okay. Doch, klar, das lockt ja Leute an. Dann kommen endlich mal welche in meinen coolen Manuel. Okay. Dann mache ich mal hier so eine richtig schöne. Die passt, wird auch super klasse. Du kannst dich dann ja vielleicht um Dekoration dafür kümmern. Damit okay, sich Teamwork? Ja, so Teamwork-mäßig. Damit die auch nicht allzu kacke aussieht. Oh ja, oh Gott, Alter, die ist wieder so teuer. Ja. Das ist echt krass, was sie schlucken einfach.
Ich meine, ich muss ja erstmal auf Höhe kommen, um überhaupt in irgendeiner Weise was machen zu können. Aber ich sehe da zum Beispiel, wie sieht's denn jetzt aus? Oh Gott! Was denn? Der September war der schlechteste Monat seit Anbeginn der Zeit. Mit 1,5 Millionen. Hä? Wir hatten den halben September ja auch den Preis runtergesetzt. Ach so. Ja, aber ob das tatsächlich der Kicker... Die Frage ist dann, ob es das geringe war? Guck mal in den Tab rein. Guck mal rein. Pass auf, August war der Zeitpunkt, wo wir auf 35 waren. September war der, wo wir auf... Nein. 25 waren, glaube ich. Nee, oder 20. Nee, wir gucken einfach mal. Guck's dir mal an, das sind 5-mal weniger Einnahmen oder sogar noch mehr. Die Besucher 6-mal. Beschweren sich über den schrecklichen Zustand der Fußwege in ihrem Park. Oh, oh. Hä? Da hat jemand vom Wasserspaß mit Maunado gekotzt. Ich weiß es nicht. Habt ihr schon mal gekotzt? Also von Essen meine ich? Dass euch so schlecht war, weil ihr irgendwas Schlechtes gegessen habt? Ja, mir ist mal was im Magen stecken geblieben. Denn das ist richtig eklig. Im Magen stecken geblieben? Ja. Wie geht das denn? Keine Ahnung, wenn man zu sehr schlingt scheinbar. Ja, da wird dann so... Erst so schlecht, man hat die ganze Zeit Hunger, aber man kann nichts essen. Wenn man was isst, will man es einfach nur sofort ausspucken. Und irgendwann ist es so übel, dass du so fast schon ohnmächtig wirst und dann kotzt du. Oh Gott. Nice. Das hatte ich zweimal, glaube ich. Ich habe mal schlechte Eier gegessen. Boah. Und dann habe ich volle Kanne gekotzt. Und eine Erbsensuppe, die war auch schlecht. Und dann habe ich einmal Sushi gegessen, das war wahrscheinlich auch nicht so ganz so gut. Und der Minecraft-Burger. Ach ja, und der Minecraft-Burger, pssst. Könnte der sein, große Skandal, dass ich da auch ein paar Magenprobleme nach dem Minecraft-Burger hatte. Aber ich weiß nicht, woran das lag. Also höchstens am Fleisch oder so. Aber ist nicht schlimm. Ja, das war letzten Sommer, glaube ich, als ich den gemacht habe. Und da war das halt so ein bisschen, ja, vielleicht schon angetaut, das Fleisch. Aber der Burger an sich war klasse. Aber das Video war spitze. Ja, das Video war spitze. Guckt es euch an. Gebt einfach auf YouTube Minecraft-Burger ein. Manuel, du hast doch gesagt, weil ich kann gerade nicht großartig bauen, dass man irgendwie die Leute scannen kann oder so. Also, dass das irgendwie so angezeigt wird. Ja, ganz oben rechts auf die Besucher. Ach so, alle Besucher zusammengefasst. Ja, genau. Und dann zum Beispiel, ich bin nicht hungrig, kannst du anklicken und dann oben rechts ist so ein Kartensymbol. Genau. Diese der Besucher Weg auf der Karte hervorheben. Ach, hier hinten! Oh Gott! Hier ist ja alles voller Kotze. Deswegen ist unsere Parkbewertung so schlecht. Die meisten denken, dieser Park ist wirklich sauber und aufgeräumt. Nee, hier ist überall Kotze. Wirklich überall. Alle zwei Meter. Ja, aber guck Meter. Dir mal die Gedanken an von allen Leuten zusammen. Ja. Da siehst du eher, dass die denken, wow, nice. Aber der Vandalismus hier ist schrecklich. Oh. Ja, Manuel, das Problem ist... Dass wir haben Vandalismus? Das... Wieso Vandalismus? Ach ja, wegen Sicherheitskräfte. Da müssen wir Sicherheitskräfte einstellen. Manuel, du verstehst das falsch. Alle Menschen befinden sich ja nicht im gleichen Bereich des Parks. Und hier sind halt die alle in dieser einen Ecke, wo halt 1, 2, die hat er schon weggewischt, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, fast 20 Mal Kotze im Bereich. Die Kotze. Die Alter. Die ist in direkt in der Nähe von Dr. Kotz. Wenn man den Weg da hinten weitergeht. So, meine Damen und Herren, das war's auch schon mit dem heutigen Part von Rollercoaster Tycoon 2. Aber keine Sorge, Leute, morgen um 19 Uhr gibt es bereits einen weiteren Part. Schaut bei German Let's Play Mordado und Zombie vorbei. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, haut rein, Leute. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.